So. David, du hast einen perfekten Hofnarren gespielt, ja, bei der Schnitzeljagd. Aber du hast sicher auch eine ernsthaftere Rolle gehabt. Na richtig, na, in der Kinderspielstadt habe ich das Radio geleitet. Wir haben Danubius, die Kinderspielstadt, mit den neuesten Infos, auch in Zusammenarbeit ein bisschen mit der Zeitung versorgt und natürlich die Hits gespielt, die Musik gemacht, die die Kinder wollten. Und das war meiner Meinung nach sehr erfolgreich und kam sehr gut an, hat Spaß gemacht. Ja, genau. Und na, auch im Ganzen, das war das erste Mal, dass ich eine Kinderspielstadt mitgemacht habe und es war eine wirklich schöne Erfahrung für mich auch zu sehen, wie kreativ doch die Kinder sind und was na, die auch alles auf die Beine stellen können, machen können. Und na, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war sehr schön für mich einfach, das Ganze drumherum auch und die Zusammenarbeit, Kinder, Mitarbeiter, Betreuer, einfach sehr schön. Wie lief es aus deiner Sicht? Ja, es war eine sehr intensive Woche. Ich habe die Zeitung gemacht mit den 4 Journalisten, Redakteuren, die ich immer hatte. Und die haben ganz gut mitgemacht, waren motiviert. Ich konnte sie selber Themen suchen lassen und es kamen ganz gute Beiträge zustande. Also es war eine super interessante Erfahrung, diese ganze Kinderspielstadt, wie das organisiert ist, wie viel dahinter steckt, wie viel Vorbereitung, um eben ja, das den 120 Kindern so angenehm wie möglich zu machen. Das fand ich sehr interessant, aber hat Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war. Da merkt ihr, dass die was dazu lernen, obwohl es eigentlich Ferien sind, aber lernen sie auch noch was dazu? Ich denke schon, also dadurch, dass sie halt in mehrere Berufe reinschnuppern können, was man da so macht. Das war auch so aufgebaut, dass wir ihnen ja so die Grundlagen auch so vermitteln konnten. Ich denke schon, dass sie was gelernt haben, was die Berufe angeht und natürlich auch was die Sprachkenntnisse angeht, würde ich schon sagen. Wie lief es aus deiner Sicht? Ja, ich bin hier schon das zweite Mal. Also wusste ich ja, wie alles das funktioniert und wie es funktionieren soll und halt Aufteilung, Mitarbeiter, Betreuer, Kinder, alles. Ich war dieses Jahr bei der Schneiderei und ja, ich habe sehr viel genäht, sehr viel. Aber das hing immer von den Kindern natürlich ab, aber es gab sehr viele, die auch selber wussten, was sie dann noch machen wollen. Natürlich brauchen die Hilfe und so, aber das ging halt einfach gut. Und was soll ich noch sagen? Was sind so die Herausforderungen bei so einem Event? Ja, für mich war es eine Herausforderung, dass ich halt viele Kinder hatte, also im Workshop und ich selber halt fast die ganze Zeit Sachen machen musste, die ich an der Nähmaschine machen musste und nicht so viel Zeit mit denen verbracht habe, um zu erklären und so, und dann liefen halt manche Sachen auch ein bisschen schief, aber ja, am Ende war es alles gut. Also die hatten Spaß und das ist so sehr wichtig. Okay, danke euch. Danke. Was war deine Aufgabe bei der Spielstadt? Also, meine Aufgabe war das Reisebüro. Reisebüro ist jetzt nicht nur Reisebüro, es ist auch Transportwesen und Post zugleich. Das heißt, wenn Kinder zum Beispiel auf den Turm steigen wollen oder Post an die Eltern nach Hause schicken wollen, dann kommen sie halt einfach zu mir und ich gebe ihnen Briefmarken oder beziehungsweise eine Eintrittskarte für den Turm. So. Und ich habe auch noch Fahrräder, die man dann ausleihen kann. Richard, welches waren deine Aufgaben hier und wie lief das insgesamt für dich? Also, ich war der Chef von der Feuerwehr. Ich habe auf die Kinder aufgepasst, denen gezeigt, wie man ein Feuer löscht, wie man die Schläuche ordnungsgemäß ausrollt und auch wieder alles ordentlich macht. Und ja, wie man mit Wasser umgeht, was man beachten sollte. Was man bei Feuer beachten sollte, wie man im Falle eines Brandes richtig handelt. Ja, insgesamt. Woher kennst du dieses alles? Das? Ich habe mir viel durchgelesen und Dokumentationen angeguckt. Und im Dorf bei uns gibt es eine freiwillige Feuerwehr und da helfe ich manchmal auch. Naja, dachte ich mir fast. Ja, wie fandest du das hier? Ich fand's sehr gut und ich würde auch nochmal wiederkommen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Also insgesamt bin ich sehr positiv
überrascht davon. Mhm. Mhm. Okay. Würdest du sonst noch was hinzufügen? Ein besonderes Erlebnis oder besondere Vorkommnisse als Feuerwehrmann? Ja, und zwar heute zum Beispiel ist ein Feuer nach dem anderen in der Stadt aufgetaucht. Das fand ich ziemlich cool, weil die Kinder alles schon aufgeräumt hatten und da mussten sie alles wieder ausrollen und so. Und das gleich viermal, weil beim fünften Mal ging das dann so schnell, da haben sie gar nicht mehr angefangen. Ja, das war ziemlich lustig. Mhm. Also ich verstehe, diese Feuer, die werden praktisch inszeniert oder absichtlich. Ja, die sind alle gelegt mit Absicht. Ja. Um zu üben. Genau, für die Übung. Mhm. Und die Kinder kommen damit auch richtig ziemlich gut klar. Und die haben das alles gut geleistet, gut gemeistert. Okay, danke dir. Kein Problem. Ciao. Tschüss. So. Tina und Alex, heute war die Königin und König der Kinderspielstadt. Aber unter der Woche habt ihr sicher viel gerackert. Da war der normale Bürger. Wie lief das für euch? Nee, andersrum. Was waren eure Aufgaben und wie lief das für euch? Unsere Aufgaben sind hauptsächlich die Betreuung der Kinder. Das heißt, während der Kinderspielstadt sind natürlich die Mitarbeiter in den Workshops für die Kinder hauptsächlich verantwortlich. Allerdings muss natürlich davor und danach gewährleistet werden, dass alle Kinder eine Betreuung haben, dass dort eine Aufsicht ist und auf die Kinder aufpasst. Und das ist unsere Hauptaufgabe gewesen. Also morgens mit den Kindern aufstehen, Zähne putzen, sie fertig machen, zum Frühstück gehen. Und am Nachmittag gibt es eben das Nachmittagsprogramm, was wir immer gestalten. Das sind verschiedene Spiele, aber wir haben hier auch zum Beispiel das Klettergerüst, was benutzt werden kann. Und abschließend dann natürlich das Abendessen und das Zu-Bett-Bringen sind auch unsere Hauptaufgaben. Mhm. Was waren deine? Waren das auch Beine deine Aufgaben? Genau. Mhm. Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse, Abenteuer mit den Kindern? Eigentlich nicht. Also die größten Abenteuer sind halt immer Heimweh und Bauchschmerzen. Aber nein, eigentlich nicht. Die schönsten Geschichten sind eigentlich die, wo die Kinder zusammenkommen, zusammen spielen, sich austauschen. Die kommen ja aus unterschiedlichen Gegenden. Das sind eigentlich so die schönsten Erlebnisse für uns Betreuer, die wir mitbekommen in den Zimmern. Hattest du Bauchschmerzen? Das ist Bolle Stomach? Ja. Nein. Mir hat es dir gefallen. War es schön für dich? Jetzt ist es wieder los. Ja. Was ist da possible? Zwei. Alles? Ja, alles. Okay. Das ist die erste Mal in Rumänien, ja? Ja. Okay. Wie hat es deinen Freunden gefallen? Deine waren Prieten. Nee, da, как sie dopada waren Prieten immer. Gut. Dobre. Gut. Кажи на српском. Окей. Мислим, јако им се свидела и све ми окей, лепо. Годин нек се сега видат мај? Да ли хочеш и следеће године дотиш? Да. И који посао ти воле да радиш? Getrinken, aber Müsli und Joghurt. Schmeckt dir Müsli und Joghurt? Ja. Ist gesund. Cool, danke schön. War da lecker. So, Leni und Eri, ihr seid aus Deutschland hier. Ja. Wie hat es euch gefallen? Also, hier in diesem Feriencamp hat es mir sehr gut gefallen. Und warum? Das Arbeiten in Jobs war sehr schön und man hat auch schnell viele Freunde gefunden. Und es gab was Gutes zu essen. Ja? Was hat dir am besten geschmeckt? Die Pizza gestern. Leni, was hat dir am besten gefallen? Also ich war ja auch 2012 und 2013 hier und jetzt das ist mein drittes Mal und ich finde es ganz toll und am besten ist, dass man sich Jobs aussuchen kann und danach aber trotzdem wechseln kann. Also man das nicht lange durchziehen muss. Mhm. Was sind deine Lieblingsjobs? Das Radio und die Tischlerei, weil mein Vater ist auch Tischler.